Willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich hier einen Zuckerrohrfarm bauen. Und ja, ich habe hier ein paar Items im Inventar und hier sind auch noch ein paar Sachen, die ich brauche. Außer die Schaufel und das Stück Erde brauche ich eigentlich. So, dann fangen wir an. Und das wollte ich jetzt schon mal nicht. Und ich kann nicht. Also, wobei, wieso baue ich das zu? Hier kann ich gleich das Wasser platzieren. Wir müssen hier das Wasser platzieren. Und dann hier Zuckerrohr. So, dann haben wir das hier schon gesetzt. Wenn man hier einfach Zuckerrohr setzt, dann geht es übrigens nicht nur vor Wasser. Und jetzt setzen wir dahinter einfach irgendein Block hin. Und ich muss kurz was machen. Ja, jetzt lädt's. Okay. Wir setzen hier jetzt einfach irgendein Block hin. Aber hier nicht. Dann hier Kolben. Und dann ein Beobachter. So, dass das hier ist, so ist und hier das Output kommen kann. Und dann wieder hier ein Block. Und jetzt brauchen wir kurz was aus der Kiste. So. So, und wenn jetzt das Ganze hier hochwächst, dann fällt es einfach runter. Und ihr seht auch, hier kann es auch manchmal da landen. Das ist nicht sehr gut. Es soll nämlich im Wasser landen. Aber da haben wir schon auch noch was. So. Dann machen wir hier Löcher. Das war jetzt nicht geplant. So. Oh, im Wasser kann man das nicht machen. Ernsthaft? So, jetzt muss ich testen, ob die Trichter alle richtig sind. Okay, und hier muss das jetzt gleich sein. Ja, das heißt, alles hat funktioniert. Und da machen wir dann jetzt, eigentlich brauche ich das auch nicht. Hier machen wir jetzt eine Truhe und hier landet dann das ganze Zuckerrohr. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas das kann ich irgendwie das Ganze so einstellen? Wie geht es? Das weiß ich halt jetzt nicht. Ja.
Dann machen wir es einfach so. Nein, so natürlich nicht. Denn wenn es dann so wächst und dann irgendwo es weiter wächst, dann geht es hier hin. Und man hat auch schon gesehen, manchmal kann es auch hier drauf gehen und dann wird es nicht von den Trichtern aufgesammelt. Und manchmal kommt es auch dahin. Deshalb bauen wir das da jetzt zu. Und da natürlich auch. So. Und hier können wir auch Glas hinmachen. Das habe ich jetzt glaube tatsächlich vergessen aus der Truhe, in der Truhe. Ja. Glas brauchen wir nicht. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Wenn man aber verhindern will, dass es hier nicht aufgesammelt wird, weil man sieht, nur wenn es in den Trichtern landet, wird es aufgesammelt. Wenn man will, aber will, dass auch das aufgesammelt wird, dann macht man das Ganze so. Das ist ja so. Denn man kann da leider keine Trichter machen, weil sonst kann man die nicht mehr platzieren. Aber wir machen es etwas anders. Und auch das ist in der. Auch die sind in der Truhe. Und zwar das hier. Okay. Dann machen wir das so. Und da machen wir das dann hin, damit die Schienen auch aktiviert werden. Das war jetzt nicht geplant. So. Und jetzt, so, nein, hier, so, jetzt. Auch nicht. Warum geht es nicht mehr? Kann man auf der Truhe nichts platzieren. Gut, dann machen wir das auch wieder etwas anders. Jetzt geht's. Okay, denn wenn jetzt der Trichter mein Tat da ist, dann wird das alles hier jetzt gleich aufgesammelt. Das können wir hier auch noch sehen. Das sehen wir gleich auch, dass das passiert. So, jetzt setzen wir wieder Zuckerrohr. Wo mache ich das jetzt hin? Da ist Zuckerrohr. So. Wenn das jetzt da ist und man natürlich auch noch hier eine Lore hat, dann sieht man, das wird jetzt hier auch aufgesaugt. Hier sind die zwei Weizen, die da jetzt gelandet sind. Wir können das Ganze auch nochmal machen. Und jetzt hier, das wird alles von dem Kisten-Minecart da unten aufgesammelt. Das können wir auch. Was ist jetzt los?
Was ist jetzt los? Hä? Achso, okay. Gut. Ja, mach. Ja. Und da sehen wir es auch schon. Und das ist jetzt die Zuckerrohrfarm. Jetzt werden auch, wird das Ganze auch jetzt in die Truhe rein befördert. Das heißt, wenn hier jetzt Zuckerrohr wächst, dann kann man sich sicher sein, dass alles in der Truhe landet. Und nicht nur die Hälfte. Und die andere Hälfte hier ist und nicht runterkommt. Ihr könnt es auch nochmal machen. So. Und jetzt so. Da zwei Zuckerrohre und die wurden jetzt von dem Hopper Minecart aufgesammelt. Das war's jetzt mit diesem Video. Jetzt laggt alles. Ich weiß nicht wieso. Vor der Aufnahme hat nichts geleckt. Ich habe auch übrigens einen Versuch schon gemacht. Ich habe schon vorher versucht, eine Aufnahme zu machen. Aber das hat zu sehr geleckt. Und da habe ich es neu gestartet. Jetzt leckt es schon wieder. Aber das ist sowieso jetzt das Ende von diesem Video. Dann war es das jetzt und tschüss.